Atomausstieg kostet 44 Milliarden Euro. Bürger können sich auf enorme Strompreiserhöhungen einstellen. Berlin. Der übereilte Atomausstieg der Bundesregierung kommt den Bürgern noch teuer zu stehen. Wie viel der Atomausstieg letztendlich kosten wird, war bisher Spekulation. Nun liegen erstmals konkrete Zahlen vor. Laut einer Greenpeace-Studie wird der Atomausstieg Deutschland 44 Milliarden Euro kosten. Auf die Atomkonzerne kommen nach Einschätzung von Greenpeace Kosten von etwa 34 Milliarden Euro für die Stilllegung, den Rückbau der Atomwerke sowie die Entsorgung des Atommülls zu. Zusätzlich wird mit einer Risikozulage von 10 Milliarden Euro gerechnet. Diese 44 Milliarden werden mit Sicherheit auf die Endkunden abgewälzt werden, womit die Bürger sich demnächst auf weitere Strompreiserhöhungen einstellen können. Die Atomkonzerne teilten mit, sie würden bei Rückbau und Endlagerung ihren Verpflichtungen nachkommen. Was genau der Abriss eines Atomkraftwerks kostet, darüber gibt es keinerlei verlässliche Angaben. Die Konzerne machten bislang nur zu Einzelprojekten Angaben. So rechnet Betreiber RWE im Fall des AKW Biblis mit Abrisskosten von rund 1,5 Milliarden Euro. Diese Kosten müssen von den Atomkonzernen getragen werden. Die vier Branchenriesen E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW haben dafür vorsorglich Rücklagen in Höhe von etwa 30 Milliarden Euro gebildet. Diese Kosten werden sie mit Sicherheit an die Endkunden weiterreichen. Trotz des teuren deutschen Atomausstiegs wird sich die Gefahrenlage allerdings nicht ändern, da die Nachbarländer einen Atomausstieg ablehnen. Stattdessen werden rund um Deutschland weitere Atomkraftwerke gebaut. Der alleinige Ausstieg ist somit völlig sinnlos. Für diese sinnlose Entscheidung werden die Bürger aber teuer bezahlen müssen.